Morris. Ich heute in jeder neuen Welcome von der aus Morris. Ich wünsche und ich hoffe, dass wir machen den Fan Sinn haben. Und dort Gott sein Wort könnte uns reden von der. Wir sind rein spannend, ob der Thema wird Prediger Jakob Deck uns von der Wort verbringen. Dort ist von der Thema ist, dass Gott wohlgefällige Fasten. So, wir kicken für euch, was der Lothar Wort für uns sein. Weil wir immer gehen nur unsere Info. Wir haben von der Wort in Bolivia, die unsere Missionaren Jakob und Agneta Wieb und die Kirche von Hacienda Verde aus Pastoren bestätigt. Aus Kirche wünschen wir in Gottes Segen und freuen uns auch für den Stopp, was sie durchnehmen tun und freuen uns auch zum Sein, was dort durch ihn zu tun wird. Wir wollen noch bekannt geben, dass diesen Mehrwerk fängt eine frische Gemeindebibelstunde an, den 8. Februar, auf 8. Hofes, hier in der Kirche. All day, was sich dafür interessieren, kann rückkommen und sind alle eingeladen dafür. Und am nächsten Sonntag, den 12. Februar, wird ein gemeinsamer Gottesdienst sein, Klocktien Smars. Dieser wird vorgebracht von den Studenten von SBS, von der Sternrich Bibelschule. Buenos días. In der Schule, da haben wir jeder mehr wegen Gebetstät. Gebetstunde wollte ich nicht sagen, das ist nicht eine Stunde, aber Gebetstät. Klock 8 am Morgen, klock, wenn die Kinder in der Schule gehen, wo jeder einer einmal angelut ist, Deutsch unternehmen. Ich glaube, das war wichtig, dass wir von der Schule beten. In Kreuz Nien Medweg haben wir einen sehr besonderen Tag für unsere Schule. Wir kommen gerade bei den 100. Schultag an. Und sind Gott sehr dankbar für die Leitung, die wir haben und Bewahrung. Und wir haben so angestellt an das Schuljahr, aber so weit haben. So, für Nien Medweg besonders, wo ich ihn gleich noch alle einzuladen. Ich war zu Klag 8 Uhr morgens im Gymnasium, wo wir dort haben. Wir wollen eine Zeit nehmen zum Beten für die Schule. Gott danken für, was wir getan haben. Und nur dort, wo du noch Zeit sind, mit Kaffee trinken und Kirchen gehen und du mit Gemeinschaft fahren. So, kommt alle rüber in der Stadt die Schule und check, wo du geschafft hast. Dankeschön. Gracias, Gilberto. Und ich möchte auch bekannt geben, dass Jakob und Tina Fair, die haben angefangen, in den Health Center zu schaffen. Das ist eine Institution, wo du der Ehen halten lässt, dass sie heulen können und dass sie die enthalten tun, der Ehen. Und wir als Gemeinde möchten ihnen motivieren und auch einen Segen mitschicken mit dieser Arbeit und ihnen all das Beste wünschen möchte. Und auch als Bekanntgebung, wir haben bei der unserer Assemblee, haben wir dort geredet, dort die Kirche Antwort mithalten mit einem gewissen Part von dort lernen, was Antwort was getult worden von Health Center. Und dann auch aus einem Dank und Gebetspunkt möchte ich mitteilen, dass Fernando und Juliana Löwen bedanken sich sehr für die Gebete, was wir als Kirche haben für Antwort tun. All das Essen, was wir haben gebracht haben in der Unterstattung, was wir haben gewesen. Dort freut Antwort auch mitteilen, dass er kleiner Jung, Julian, der nicht zu Hause ist, beendet. Und wir werden auch dort Gesundheit machen sein für Arm und auch Stärkung für die Älteren. So, ich würde wünschen, dass wir uns Haupt nicht neigen deuten, aber wir beten für diesen Punkt und für diesen Gottesdienst. Vor den Himmel, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir, dass du in unser Meer bist und wir danken, dass du uns genug schenkst, dass wir können. Gleich nur die kommen, dort wie ihr Rat sind. Und wir danken dir auch von dir besonders für dort Fernando und Juliana ihr Kind haben dürfen mit dem Haus nehmen, dort hier Tüß ist. Wir beten, dort die Max mit Arm und mit Ernst sein. Dort die Kürze Entstärkung geben und dort wir es Kirche können hängen ernst tun und ernst der Läufe und unsere Stadt und Wiesen, wo du fehlen dort. Wir beten auch wieder für diesen Gottesdienst, machst die wieder mit uns sein und möchte den Geist hier in unser Meer draufkommen. Der betet wie in die Nummer. Amen.
Guten Morgen, Kinder. Heute wollen wir wieder mit euch zusammen singen. Wollt ihr alle nach vorne kommen? Alle Kinder wollen ein paar Lieder mit euch singen, ehe ihr zur Sonntagsschule geht. Wir werden singen, ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Das kennen wir alle, nicht? Können wir das? Hebt mal Hand auf, wer kann das? Ja, und Denise da wird euch die Gäste anzeigen. Frank und ich können nicht, weil wir spielen ja Gitarre und so. Aber Denise kann euch zeigen. Also wie ist das, Denise? Ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Ja, wollen wir das mal singen so? Ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, bin ich von innen, außen, oben, unten, glücklich. Wollen wir das mal ein bisschen schneller? Was glaubt ihr? Ja, ein bisschen schneller? Ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, bin ich von innen, außen, oben, unten, glücklich. Und noch schneller. Können wir noch schneller? Ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Und können wir noch schneller? Glaubt ihr, können wir das? Ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, bin ich von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Sehr gut, so genau. Und jetzt noch eins in Spanisch, situeras fe. Und das hat auch Gästen, nicht? Wie muss das? Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, a un berg, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. Jesús te ayudará. Y la montaña se moverá. Gut, so. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Se moverá, Jesús te ayudará. En la montaña se moverá. Das können wir auch ein bisschen schneller. Und die Großen können uns gerne helfen. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
es solo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Jesús te ayudará. Y la montaña se moverá. Jesús te ayudará. Y la montaña se moverá. Sehr gut. Okay, noch eins. Dann wollen wir alle aufstehen dazu. Sind wir da. Kommt, jetzt ist die Zeit zum Beten an. Alle zusammen. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem. Wird sich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die Menschen, die jetzt schon mit ihm leben. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, die dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, Jesus, sei das meine Kraft und mein Lieb, Jesus. Sei das Feuer tief in mir, sei der Wind, der mich führt, sei mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus. Here I am to here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. The light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful.
sei das Zentrum, sei mein Halt und mein Licht, Jesus. Jesus, sei meine Hoffnung, meine Vision und mein Weg, Jesus. Sei das Feuer tief in mir, sei der Wind, der mich fiel, sei mein Leben und mein Ziel, sei Jesus, Jesus. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono está. Confesará que él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Wir dürfen uns setzen und Kinder, dort hinten, glaube ich, wartet jemand auf euch. Jetzt könnt ihr zur Kinderkirche. Danke für so schön mitsingen. Und für die Leute, wo wir dort Opfer haben, da kann ich euch so mal bieten sein, dann kann ich in den vierten Kuchenplatz und Wiese und dann aber das Opfer. Ist da etwas gebrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus, ruf dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus, ruf dich. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für mich tat. Lass Bedauern und Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Komm, Jesus, ruf dich. Seine Freude, lass Sorgen vergehen, aus der Asche wird Neues entstehen. Komm, Jesus, ruf dich. Komm heute
zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Was für ein Retter ist der nicht die Bibel lesen haben. Und Matthäus saß, er saß 10 bei 18. Matthäus saß, von saß 10 bei 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer reinschauen, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn gehabt. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Leuten zeigst, dass du fastest, sondern deinem Vater, der verborgen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ich hoffe, wir sind von der uns morgens alle mit Gott taub gekommen, um hier wirklich mit am taub im Frieden zu sitzen, in diese Anbetung hier zu haben, Gott zu deinen, der Sohn Gottes deins, und auch uns hier zu sehen, und Lot, dass er uns sehen kann, Jesus steht. Also wir schließen von der an auf mit der Serie von den geistlichen Disziplinen.
die wir diese letzte Sendung gehört haben, und von der und jetzt dort noch am der Thema Fasten. In der Fasten schlägt eigentlich all unsere geistlichen Disziplinen mit ein, wovon Ruben, Kenny und Dietrich uns also gut mitgedacht haben. Also das passt alle taub. Wenn wir Gott wohlgefährlich fasten, dann beten wir auch ernstlich zu Gott. Dann sagen wir nur in unserer Meditation. Und wenn wir wirklich Gott wohlgefährlich fasten, dann beschäftigen wir uns auch mit der Bibelwort. In lesen dort und konzentrieren dabei. Und wenn wir wirklich Gott wohlgefährlich fasten, dann nehmen wir auch Zeit für uns den Stellworten für Gott. Und nur mit einem Zeit verbringen in unserem Alltag. Und wenn wir wirklich Gott wohlgefährlich fasten, dann haben wir auch eine besondere, tiefe, intime Gemeinschaft mit Gott, eine gute Anbetung, und leben es dort in einer guten Harmonie damit an. Und wenn wir wirklich fasten, dann teilen wir auch unsere Segnungen mit anderen, was Gott uns geschenkt hat. Also dort sind die Themen, wo wir nicht durchgegangen sind, und von denen geht es dann um das Gott wohlgefällige Fasten. Und ich will erstens mal mit von der Bedeutung reden, aber auch, wo das wirklich mal angefangen hat, also entstanden ist. Das hebräische Wort für Fasten ist ganz kurz Tsum, S-U-M. In das bedeutet, ich weiß nicht mehr, wie ich das gleich in Plattdeutsch erklären soll, aber in Hochdeutsch ist das Wort zusammenschnüren, der Eingeweide. Also dort erst, was bei Fasten passiert, wenn wir dort mit Eten top-down, dort uns Eingeweide mehr ruhig kriegt und nicht so abgepüßt fällt erst, in mein Ladig wird in dort unseren Körper durch den Golden Dead. Also dort erst wird Fasten wirklich ein Resum durch bedienen Dead. Fasten bedient im Allgemeinen ab Wort verzichten, also entholen oder uns davon weichholen, wo immer wieder das Wort werden brücken oder uns einfach entholen. Also dort meint, dass wir mit dem nicht worden uns zu tunen merken. In der meisten Zeit, wenn wir denken und fasten, dann denken wir an, uns von dem Eten zu entholen. Also von dem Eten weich bleiben, in den zwei Meier Zeit nehmen, in Beten, in Meditieren, in der Bibelwort lesen, in das dort. Das ist, was wir allgemein, glaube ich, kurz im Kopf haben, wenn wir von fasten reden dürfen. Und ich will Ihnen von Ihnen aber sagen, wir können über verschiedene Wege fasten, das ist gar nicht bloß mit dem Eten. Zum Beispiel, wenn hier jemand ist, der ein Trubel hat mit Schmieden, die kann fasten, indem die ihn davon entholen. Dort, zum Beispiel einfach sagen, von der und durch, das bloß nicht. Dort sagt er, was wir unseren Körper wird entsagen dann. Oder wenn hier jemand ist, der mit Alkohol oder die verschiedenen Drogen ein Problem hat, die kann auch für das fasten. Einfach sagen, von der und sei ich das, ich hole mich davon weich, und das tue ich bloß nicht. Ich will lieber Zeit mit Gott haben. Und wir können aber auch fasten, und das, glaube ich, wo ich mich alle mit bestimmen, wo wir von der und viel, viel mehr Trouble haben, das ist die elektronische Welt. Alle Wege muss das kleine Handy durch sein. Und tätig zu morgens, vielleicht sogar in der Schlupfstube, einfach abwerken. Was lohnt zu ovens? Und wir sind einfach all daran gebungen. Oder wenn wir Familientopkommnisse haben, vielmal wird all bloß hier gekickt und du ein bisschen Spaß gehört, es eine steht wirklich Gemeinschaft haben. Und ich glaube, dort ist von der Menschen da auch eine gute Sache, um mal dafür zu fasten, dass wir uns mal mehr von der elektronischen Welt aufschließen. Nicht so sehr auch dubles Bern sein in der Stadt. Und viele, viele sind von der ganzen Tag daran gebungen. In welche, was wir als Seelsorger dort mischte hier,
wo Menschen ungebunden sind, wo sie sind im Sinnenleben, nennen die Reden, durch das kleine Handy, das hat mit Porno zu tun. Solche Fehler sind du durch den Nennen, die glaub. Von junge Menschen all. In du von Kevin auch uns mal Tiet nehmen in Forsten und einfach sagen, ich will mal los von dort, ich entsei mich von dort, wir haben mal ein paar Dau, drei Feier Dau, till wir mal Sieg kriegen in das dort. Also Kevin auch du von wirklich frei worden durch das Forsten. Und wir kennen aber auch für die Gesundheit von unseren Körper Forsten, indem wir in das Doktorlicht hat auch bewiesen, erst das Schein, wenn wir weins wurden, ein Tag die Werk. Wir forsten, also unser Eten entseien, damit uns mehr in unser Dorm, das alles mehr rüschenken, das mehr rüschenken kann, dass das besser arbeiten kann. Und das wird sogar gesagt, dadurch senkt uns, oder kämpft uns Cholesterol leer, und uns Körper kann dadurch sogar mehr erinnert, mit dem Körper rückbringen, in den zwei gesünder wurden. Also das wirkliche Fasten von Eten hat viel, viel gehört für unseren Körper. Aber hier muss wir das ganz klar haben, wir sind alle verschiedene Körper. Ich weiß, dass eins hier, wir kriegen große Kopf, weil die waren schwindelig und so weiter. Wenn sie einen Tag sich das Eten entsagen dann. Und da muss wir wirklich auch für abpassen, wo wir dort wirklich mit unseren Körper, wenn wir für den Fasten dann. Ein Ecke rodient einfach selbst mal dort im Internet nur zu lesen, für wie viel gute Vorteile dort für unseren Körper hat, wenn wir dort einen Tag die Werk würden tun. Aber viel, viel gute Vorteile für unseren Körper. Und ich rodient dort nur zu lesen. Dort. Und von der an geht dort mehr um eine geistliche Disziplin. Also ich habe hier gesagt, wo wir für verschiedene kennen, aber wir sind in dieser Serie mit den geistlichen Disziplinen. In der Gott wohlgefällige Fasten, möchte ich sagen, das hat einen Grund, also einen Anfang. Das ist echt dort, wenn sie in der Bibel fingen, da, in 3. Mose, Kapitel 16, Vers 19, durch 31. In Lothar, als ich mit das alles mir vertiefen da, wie mit Schuhe, da ich in diesen Tags nicht auch gerade angegeben, in der Bibel lese, tschüss. Also 3. Mose, 16, 29, 31. Und du lest, wie es steht, dass die Israeliten, die sollen am 10. Tag in den 7. Monat fasten. Was wird das für eine besondere Zeit für die Israeliten? Also in dieser Zeit erwartet jährliche Versöhnungsfast geführt. Für ein ganzes Werk ist es dort, wo sie die Versöhnung, ich meine, mit ihren Sünden alle nur Gott kommen, indem der Hohepriester mit dem Priester Taub ihre Opfer bringen deuten, aber auch, wo der Hohepriester in das Allerheiligste nennt, mit dem Opferblut, in dort Gott um Vergebung freuen deut, für das ganze Volk ihre Sünden. Und dort wird das Anfang mit dem Fasten im Volk Israel. Und an den Fastentag von der ganzen Versöhnungsfass soll keiner essen und auch nicht trinken. Also wir merken dort in der Bibel, Verse, da sage ich bloß, sie sollten nicht essen, aber leichte Tausig nehmen mit trinken. Da sollten sie wegen, aber hier für das einen Tag sollen sie nicht essen, auch nichts nicht trinken, in sich nicht mal boden, sich nicht salben und scheinmerken, und nicht mal ihre Schau drehen, nichts tun. Das wurde du beschrieben erst, wo sie an diesem Fastentag sehen sollen. In dort Fasten am Versöhnungstag, dort ward eine Pflicht für die Juden. Und wer nicht dort, der ward sogar bestraft. Und wenn wir nun ein bisschen wieder rückchecken in die Welt nehmen, dann muss wir einfach sagen, in der ganzen Welt gibt es kein anderes Volk, das so viel beten und fasten dort als die Israeliten. Die Mohammedaner, die staunen auch, wie viel die mit Fasten zu tun haben, aber besonders
die Israeliten, die Juden von der ganzen Tag, auch die ganze Zeit von ihrer Bestohnung, haben viel, viel mit Forsen zu tun. Und wir machen dort sogar in der Bibel, dort sie büten dessen einen Tag im Jahr, der wird ihre Pflicht wir, hatten die Juden noch verschiedene andere Dinge, wo sie Forsen deuten, aber diese werden mehr freiwillig, dass wir nicht in Muss. Also können wer du will, können dann auch an diesem Tag forsten. In das wir in der babylonischen Gefangenschaft, also das Babylon ernt hat mitgenommen, dort in Babylon deuten sie Feierfasten, die auch führen, also gründen, in, mit das alles zu tun haben. Und die werden ernt so wichtig, dass sie auch nur dem, was sie schwerer Träg in Judäa werden, diese Feier fasten die auch während des Jahres nach immer hielten, in den vielen Deuten. Zum Beispiel, ein Fastentag, wo sie dort gründen deuten, in sich daran erinnern deuten, dort wir, wo Jerusalem mal von den Chaldäern eingenommen wird, in dort deuten sie andenken, wo wir dort alles deut, in deuten dort dann diesen Tag fasten. In der andere Tag, wo sie auch entführen deuten, dort wir an sich daran erinnern, wo Jerusalem, aber auch der Tempel, mal von den Babyloniern verstört wird. Dort wären auch so wichtig, dass sie diesen Tag zu sie sagen, in deinen Forsten. Und dann der dritte Tag, wo sie auch entführen deuten, dort wir, wo Gedalia, also dort wir in Jüd, aber wer so andere Jüden um Königshof, dort in Babylon, dort gemerkt worden. Dort wie ein so eine Sache, welche sagt, dort er, Gedalia, wo du eigentlich eine welche Person für Nebukadnezar, also für den König wir, dort der du angebracht wird in mit anderen Juden taub. Und du wein, nimm sie einfach einen Tag speziell in deinen Forsten, indem sie an diese Ermordung zu denken deuten. Und dann zuletzt, der vierte Tag, dort wir, wo sie sich daran erinnern deuten, aus Babylon, die letzte Weichführung nehmen dort, wo sie eigentlich Jerusalem annehmen deuten, in alles Weichschlappen deuten, bitte dort arme Volk zu durchleuten. Also das werden welche die auch verehren, was sie sehen, das ist wichtig genug, dass wir diese die auch forsten tun, in uns das andere alle entzeihen, am Meier, uns mit dort zu vertiefen. Und dann machen wir auch in der Bibel, dass die Israeliten, die deuten auch forsten, wann Regen ausbleiben deut. Wo sie einfach sich Zeit nehmen und am Regen beten deuten. Und auch, wann schwere Krankheiten ausbrechen deuten. Und wie manchen dort auch, sie deuten dort, wann Krieg kommt. Und wie manchen dort, sie deuten auch verschiedene Katastrophen, wo du abkommen, du nehmen sie Zeit zum Forsten. Und auch, wann sie für schwere Entscheidungen stehen. Du nimmst sie als Einzelne, aber auch als Volk für einen Tiet, denn er hat alles entsagen den Tag und dann du besonders forsten. Und das der Schreiber dort beschrieben dann, die forsten Tag, die fängt an, so schwimmen aus dort so viel Tag, wie du die zum Beispiel wo steht unterscheiden kann. Das ist der gleiche Klier in das schwarze Klier. Also das wird ziemlich gesetzlich, du auch noch, nicht so? Aber oben von dann an, bat die Sonne untergegangen wir. Dann wurden sie forsten und sich alles entzeihen für den Tag. Und dann aber, nun, wenn wir an die Propheten denken, wieder das Bibelwort in Jesaja 58 durch die erste 7 Vers, merkt wie dort, dass dort nicht wie ein Gott wohlgefälliges Forsten geblieben ist. In den ganzen Tag, den Bruder Carlos uns gelesen hat, merkt wie sogar, dass dort Forsten unter die Juden von dann, was zu Jesus seine Zeit wirklich sich nicht verbessert hat. Und dort werde ich nun das Nächste betrachten. Also als zweiten Punkt werde ich nun das falsche Forsten erklären. Also ein falsches Forsten erst dort, wo der Mensch dort für
in für Menschen det, was nicht steht für in für Gott. Da bloß zu tun, um bewundert zu werden, gesäugnet zu werden und nicht wirklich hier in meine intime Gemeinschaft mit Gott sein. Dort erst nicht ein Gott wohlgefällig Forsten. Dort sind falsche Forsten. In der Zeit Jesus werden so eine Dua, die sogar zweimal die Werk Forsten deuten. Und dann deuten sich damit für die Menschen stahlen oder für die Menschen kommen, um von den Menschen bewundert zu werden. Und sie deuten am Montag und am Donnerstag Forsten. Und am Donnerstag erinnern sie sich daran, wo Moses mal, die ab dem Bauch Sinai hinabgegangen und dort 40 Tage geforst hat. Dort wird gewöhnlich am Donnerstag, wo sie an Moses denken deuten. Und dann am Montag, wenn sie dann forsten deuten, dann erinnern sie sich, dass Moses nur 40 Tage raufgekommen von dem Bauch Sinai. Also dort werden hier die Wäsche Tage für Jesus seine Zeit auch. Und ich glaube, ihr seid bekannt von dem Gleichnis, was Jesus vertellt von den einen Pharisäern, wo du ganz bald fern kommst, in sich der Bepochen dort und sogar sagen, dass ich auch zweimal den Weg forsten und so weiter. Also am dort handelt sich dort durch, dort sie an dort durch sich erinnern deuten. Und das Interessante, wie das gerade an diesem Teil, Montag und Donnerstag, die Juden ihre besondere Mordteil werden, und dort ganz besonders in Jerusalem. Wovon weit und breit Menschen kommen und sich durch verschiedene Sachen kämpfen deuten. In viele von den Menschen, die an diesem Tag oder diese zwei Tage forsten deuten, die kommen dann so ab, dass sie wollen von allen Menschen gesehen werden. Sie gingen, hör ich Gott an, sie gingen ungekämpft mit einem verstrüselten Haar und mit schwindschen, unordentlichen Kleidern, ohne Gebot, und mit sogar wittgemerkten Gesichtern durch die Gassen, damit sie wurden von so vielen Menschen als möglich gesehen und bewundert worden. Dort ist das Bild, wovon Jesus hier reden wird in unseren Tagen. In der Stadt wollen sie ihre große Frömmigkeit zu Gott, aber auch ihre geistliche Disziplin wiesen. Kijk mal, wo fein wir sind, wo wir von irgendwas fassen uns, kann ich uns sehnen, mag doch, wo gut wir sind und so wieder. Dort wird das Motiv der Bern. Also dort sollen sie die Menschen dort sehnen. Es steht ihre Frömmigkeit zu Gott bewiesen, in der auch zu leben, wie ihr Motiv eigentlich dort für die Menschen zu tun, damit die dort leben und annehmen sollen, was sie doch für feine Gottes Kinder werden, für fromme Menschen werden. Und ich sage Jesus hier ganz klar, dort wir über kein reiches Motiv von dieser Demut, was wirklich Gott will, wieder fasten. Und dass wir auch nicht ein Gott wohlgefälliges Fasten, sondern ein Benehmen von Hochmut und von Pochen. In der so ein Fasten rechnen sie sich an den Menschen, was nicht steht an Gott. Und Jesus sagt, so ein Motiv ist Heuchlerie. Das war es erst. Das bringt keinen guten Dienst, das ist bloß Heuchlerie. Und du wein seht Jesus zu seinen Jüngern, wenn die fasten, dann tut das nicht öffentlich, dass die Heuchler dort tun. Die du bloß in der, na, hier fehlt mir weiter, Deutsch, aber Hochdeutsch Schrift geschrieben, nachlässig gekleidet, also dort meint ein bisschen verlumpt abkommen. Ich finde, schmacke Kleider haben, vielleicht so ein bisschen verreden und so dort. Dann tut das nicht mit den bloßen Gesicht und bloßen Rolf gehen, demütig gehen zu tunen und so weiter. Es ist dort rumgehen, damit die von den Liedwellen gesäunen sind. Wo sie gehen sollen bewundern, wo die Forsten tun, sagt er, tut das nicht. Und dann versichert Jesus die Jünger ganz klar in einem Seder. Weißt du was?
dort ist der einzige Lohn, bloß von Menschen bewundert zu werden, und der ist dort down. Gott wird durch kein Sehen zu geben, keinen Lohn ableihen. Das ist bloß hier von Menschen bewundert zu sein, und das stinkt. So hat Jesus ganz klar zu den Jüngern gesagt, sind es dort Helden nicht an, wenn Jesus dort fürsten werden. Und dann kommen wir drittens nun zu der Gott wohlgefällige Fürsten. Jesus sagt, wenn die Fürsten, dann kommt jünger hoher, merkt den Schein, wascht ihn Gesicht, salbt ihn Kopf und schleicht ihn ganz ordentlich. Und dann wird keiner auf den Gedanken kommen, dass die Fürsten, bitte, dein himmlischer Vater, der du weit Wort von Motiv haben, der du weit, was du in deiner Stelle tät, der wird die du versehen. Wenn wir dort den zwei kennen, in den Vater, der alle Geheimnisse kennt, sagt er, der wird die du für Belohnung geben. Der wird dir den Segen geben, an was dir bangt und was dir fehlt, wie so eine Stelle tät mit Gott haben. Und mit dieser Welt wies Jesus uns dort sehr klar, dort ab uns hört, also was wir sagen, ab uns innerliches Leben, ab uns Motiv, darauf ankommt, wann wir fasten dann. Nicht, wo das vom Büten alles sieht. Wo das vom Bären kommt, wo abrecht ich trüe, wie das wirklich meinen. Ab dort kommt das, wie in Gott wohlgefälliges Fasten dran. Und damit wies Jesus uns trägt nur das ursprüngliche Fasten, von wo Gott das im Alten Testament entführen deut. Und er erklärt das hier sehr klar auch zu den Jüngern und auch die, was am kommen frei. Und wodwegen denn deine Jünger nicht beten und fasten, während Johannes und die Pharisäer er die alle deuten. Dann sagt Jesus ganz klar, kick mal, solange die Jünger am hier auf dieser Welt haben, dürfen sie gleich beten, dürfen sie gleich fasten. Denn sie hat Gott hier, Jesus, aus Gott, nicht bloß als Mensch, auch aus Gott haben sie hier. Und mit denen können sie rein alles verteilen, in nur Freuen, in sich beruhen lassen, in vom Geist Gottes durch die Lenken geführt worden. Dann brücken sie dort nicht. Und dann sagt er aber ganz klar, wenn heuer Wort von ihnen genommen worden, dann werden sie dort auch down. Dann sollen sie dort downen. Und mir ist dort sehr wichtig, weil nicht, was jeder mal gemerkt haben, aber es wie der Evangelienharmonie durchgingen, du merkst dort ab einmal, und das wir mir so wichtig von Jesus, in seine Aufscheidsreden, Johannes Kapitel 13, Vers 17, wie viel Mal glaubt ihr, der Jesus irgendwo abfordern? Und heute ist es wahr, zu beten, in diese geistliche Disziplinen zu üben. Hält dort und denkt, das ist die vollkommene jüdische Zahl, 7 Mal. 7 Mal, sagt Jesus, du bet. Und Gott wird ihn halten. Immer frisch und immer frisch, sagt er ihm dort. Und dort sage ich mir, wie wichtig Jesus dort wäre, wenn heute nicht mehr wird hier sein, dass die Jünger nicht würden abhören, mit diesen geistlichen Disziplinen zu leben, in der Teufel, wovon wir in diesem Sinne geredet haben. Dass wir am sehr wichtig, in erst am wichtig, dass wir als Kinder Gottes mit am in einer guten Beziehung leben. Und du wirst Vater heute, dort einfach 7 Mal ab. Dauter. Immer weiter und immer weiter. Und ich glaube wirklich, wenn Jesus das falsche Fasten hier auch verdammt hat, sag ich dir mit also nicht, dass wir nicht zu Fasten brücken. Das du mir nicht gesagt. Ich glaube wirklich, dass es gut ist, wie das tun. In Heisels haft das Gedunen und fordert auch uns ab, immer weiter mit einem abrechten Motiv zu beten und zu fasten, also mit anderen wird gesagt, diese geistliche Disziplinen zu üben, wovon wir in dieser Serie geredet haben. Dass wir dort tunen, das fordert er uns ab. Und wenn ich von Reden da habe, auf das selbst gedunen, ich weiß nicht, wie wichtig die Sachen sind, aber weißt du, Jesus hat niemals nicht gebet in die Faust, um in Buße
für Gott zu kommen, über sein Sündenleben nachzudenken und dort mit Gott in Ordnung zu bringen. Dort hat er nie nicht getan, wenn er brückt das nicht. Und du in irgendwie brücken dort. Immer war er. In was Jesus deut, er deut dort, wann er für solche welche Entscheidungen stand. Und mit anderen wird weil ich könnte sagen, Jesus deut beten und fassen, um Gottes Willen zu erkennen. Mit Gott in enge Gemeinschaft zu sein, dass er ganz klar wird und überzeugt wird, was Gott wirklich will. Lothar sehen, als das in der Wüste wird, die Versägung für Dietrich anzufangen, was er mitteilen deut, mit Gott in der Stelle Tiet zu sein. Oder Lothar sehen, als die Menschen am Willen zum Tchennig merken, in heute ganze Nacht durch im Gebet wir, um Gottes Willen wirklich zu erkennen, was soll ich hier tun? Ich wüsste, was den nächsten Tag wird passieren, dass die am Willen zum Tchennig merken. Oder, als er für die große Entscheidung stand, wem er von all diesen Menschen, die du am vierten Tauhörchen in Ram anwählen, der Apostel wählen soll. Dann nahm er auch die Nacht der Zeit. In der Meikwilburg, dort er einzig mal für schwere Entscheidungen stand, und dann, tätig zum Morgens, wo keiner angeworden wäre, bei Abstand, in Lothar, die Menschen kamen und fragen, wo ist Jesus? Und die Jünger wissen auch nicht, wo ist er geblieben? Und sie sagen in Sachen, was sie am schließlich wo allein mit Gott im Gebet fangen. Oder wenn ich dann denke, da ist in der letzte Fastentät, Betentät im Garten Gethsemane, wo er für sich allein ging im Beten dort, Gott, wies mir. Nicht mein Willen. Ich will ganz klar haben, wann ist dein Willen? Und dort schlitten wir dort taub ab dem Verklärungsburg, wo Petrus, Johannes und Jakobus werden in der Moses und Elia kommen und mit ihm über diesen ganzen Werdegang nach Jerusalem, das alles mit ihm klar und deutlich merken deuten, am Mut merken deuten und sagen, kick, das ist Gottes Willen. Und dort hat Jesus hier tunen, immer waren, dort hei dit ans Fähr gelebt haf, wann wir auch verschworene Entscheidungen kommen, dort wir dann auch uns dort alle entsagen und dann wirklich mit Gott taub kommen, meditierend durchsehen, in wirklich so auch klar und deutlich kann Gottes Stimme horchen. Wie in dem Alltag, mank all dat Lüde in je Kröll, in dat Racke, kann wir Gottes Stimme fährten, nicht so klar hören, was in diese Stelle tiden, wo er durch den Geist Gottes kann in uns hineinkommen. Und dort ist, was Jesus getan hat. In Jesus der Stern mit den Propheten Elia über ein abbrechet Fossen ganz mit ihm. Zum Beispiel, wenn Gott in Jesaja 58 sieht, begrieb doch, was die tunen, wenn die fasten. Die gehen in die Arbeit nur, in die Eifen ab all die Arbeiter Druck übt. Und wenn die fasten, dann zanken und striegen und schlug noch mit den gottlosen Füßen zu Tau. Und dann hebe Gott zu sein, glaub je, dort ist ein Fasten, dort ich Leif habe? Sag Gott, nee. Ein Fasten, dort ich Leif habe, geht mit Wore Buße in Gerechtigkeit taub, wo Menschen nicht mehr unterdrückt wurden, wo man für Gott kämpft, um sein Leben in Ordnung zu bringen, in wirklich die Vergebung zu kriegen, was unsere paar Leute, was wir von ihnen auch gesungen haben, so fein mit den Pfoten alles. Also dort ist, was Jesus sagt, was ein abbrechet Fasten ist. Und dann lesen wir wieder in Joel Kapitel 2, Vers 12, 13, wo Gott das dit sagt, kommt Regen um mich, schenkt mir jene Horten, also jene Lebens. Und dann sagt er, kommt mit Fasten, kommt mit Rohren, kommt mit Klagen, und verriet nicht bloß von Büten jene Kleider, verriet jene Hort, also meint mit einer Hortensentstellung. Und kommt, trägt dem Herrn jenen Gott, wen heu es gnädig und barmherzig.
Du stärmt Jesus ganz mit ihm. Dort erst, wo wir Fasten und Beten sollen, oder diese geistliche Disziplinen üben, wovon wir in dieser letzten Sendung geredet haben. Also, was immer unsere Umstände sind, dort ist wichtig, dass wir die geistliche Disziplinen üben, um mit Gott in eine gute Beziehung zu bleiben, aber auch um Gottes Willen immer wahrer zu erkennen. Der Gott wohlgefällige Fasten ist für unseren Körper gesund und er bringt uns eine bessere Selbstdisziplin, und wir lernen dadurch, uns bestimmte Dinge zu entsagen, also oft zu sein, und werden dadurch im geistlichen Leben wachsen, in so eine bessere Beziehung mit unserem Gott haben können. Dort ist kein Tipp gefunden, die Segnungen von diesen geistlichen Disziplinen, wenn wir die üben. Und machen jeder einer von uns auf seine oder ihre Wies und Bedürfnisse diese geistlichen Disziplinen praktizieren, in so den geruhten Sehen Gottes erleben, wenn Gott will, wirklich Gott will, dass wir bessere Freunde werden. Mit einem guten Freund, gute Freundin zu sein und in dieser Beziehung zu leben. Und dort drehen diese geistlichen Disziplinen zu be. Und wenn ihr das all nicht drei alles im Kopf kommt, fahre ich noch einmal auf YouTube diese Serie von diesen geistlichen Disziplinen und werde proben, dort zu üben und dort zu leben. Und Gott wird uns wirklich dabei segnen. Amen. Werden wir noch taub beten. Vater in den Himmel, vielmal Dank schön für das klare Bibelwort, das wir haben können, wo du uns die Lehren und Wiesen des all von Anfang Welt an, wo wir können mit dir in eine gute Beziehung sein, in ein Gott wohlgefälliges Leben führen, in fromm und friedlich für die Leben, dass die da noch mal zu Abraham sein deutsch. Mit diesen geistlichen Disziplinen können wir das tun. Und dafür danken wir dir wirklich. Und ganz besonders, weil wir dir von dir auch Dankeschön sein für die Ratung in Jesus Christus, die du uns geschenkt hast. Und dass wir kennen, als Gottes Kinder, nur mit dir in Gemeinschaft leben. Luther sagt, dass er durch das Beten ist, durch das Bibel lesen oder durch Gemeinschaft haben mit dir, die ganze Anbetung oder mit unseren Segnungen mit anderen Teilen oder einfach auch das Fasten, wo wir von dir Anfang geredet haben. Das sind gute, gute Sachen für uns als Kinder Gottes. In Halbherr, dass wir das auch schätzen und dass wir achten, in wo immer unsere Umstände im Leben sind, dass wir das können persönlich tun, oder wo auch als Gemeinde das fehlt, dass wir auch tun können, dass wir wirklich als Gemeinde taub tun, wenn wir wollten, dort haben wir auch eine große Kraft, wenn wir als Gemeinde uns auch Sachen entsagen, wo wir vielleicht für schwere Entscheidungen stehen oder was immer dort als Gemeindesachen sind. Behalte, Herr, dass wir uns auch in das alles üben können, in das dort große, enge Freunde mit dir worden. Du, Herr, musst du das von dir uns segnen. Das beten wir in deinen Namen. Amen. So, Gottes Frieden mit dir. Ich habe eine halbe Stunde für das letzte Leid aller Taub. Pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, toma mi Señor, tal como soy. Aceptame como ofrenda de amor.
quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, dame, Señor, el como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Wenn du von der Abends wer erst, wer du eine welche Entscheidung hast, eine letzte Werk gehört, im Konfirmation fällt, er eine Entscheidung hat, in der nächste Werk, er mit Sinn kommt, er einfach macht, mit wem zu beten. Wir geben, was er die Gelegenheit blieb bis drei, wenn Rüdgen, er kommt hier noch fern. Ihr wart Tina Reimer, der Petersen und David Thyssen. Anscheinend hatten ganz Nacht.